Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich lege das hier noch mal kurz weg. Ihr habt schon gesehen, ich habe Post gekriegt heute. Ich freue mich sehr. Und hier ist noch was Neues. Heute machen wir den Wochenabschluss 2 im September. Genau, ein bisschen Fleck. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch vorher was. Und zwar habe ich mir heute was Neues gekauft. Und zwar diesen coolen Kalender für 2024. Den fand ich so cool, denn da hat es noch so Ausmalbilder innen drin. Und er sieht auch außen so cool aus. Und das fand ich so cool. Den habe ich beim Teddy heute gesehen. Und für 3,55 € konnte ich da nicht vorbeigehen. Genau. So, das war das. Dann habe ich Post gekriegt und die öffnen wir jetzt zuerst, weil ich so gespannt drauf bin und es nicht erwarten kann bis zum nächsten Spielevideo. Und zwar habe ich bei Sally und Tommy bestellt, bei der lieben Steffi. Und ich habe noch was gewonnen. Das hat sie mir gleich dazu gepackt. Ist ja Quatsch, wenn sie das dann extra losschickt. Liebe Yvonne, ganz viel Freude mit deinem Gewinn und viel Erfolg beim Sparen. Gruß, Steffi. Oh, das ist so ein schönes Papier. Ah, ich freue mich so. Dankeschön. Also. Und zwar habe ich bestellt das tolle, tolle Weihnachtsspiel. Das schauen wir uns jetzt erstmal an. Ich habe es schon gesehen in einigen Videos, aber ich muss es selber anschauen. Und ich habe erst gedacht, oh, ich kaufe es mir nicht. Ich brauche das nicht. Und es ist zwar schön, aber ich brauche es nicht. Dann wollte ich es kaufen und es war ausverkauft. Nein. Und dann habe ich die liebe Steffi angeschrieben und habe gefragt, oh, kommt das nochmal oder nicht? Wie sieht das aus? Ich hätte es so gern. Und sie hat gemeint, ja, es kommt auf jeden Fall nochmal online. Und dann kam es online und ich habe es sofort bestellt. Natürlich, hier ist so eine süße Klammer dabei. Die lasse ich jetzt mal dran noch. Nein, lieber doch nicht. Es gibt hier einen Abdruck. Hier sind so coole Glitzersterne dabei. Süß. So, und das ist das Adventsgesteck. Da können wir ja, jede Woche oder zu jedem Advent können wir da hier eine Summe sparen. Hier hinten ist die Geschenketombola. Da gehören wahrscheinlich die Lose hier dazu. Dann ist hier der Dekoladen. Da suchen wir dann diese Wörter hier unten und je nachdem, was wir gefunden haben, sparen wir die Summe. Ich darf nicht zu genau drauf gucken, sonst suche ich schon nach den Wörtern. Hier gibt es Nikolauswünsche, etwas zum Rubbeln und hinten die Bäckerei, ebenfalls was zum Rubbeln. Oh. Dann einen wunderschönen Tracker hier mit dem Weihnachtsmann und hier eine Weihnachtsfrau. Wunderschön. Und hier ein Dashboard mit der Weihnachtsfrau. Passend zum Spiel. Hier sehen wir sie nochmal. Hier sind sie. Hier sieht sie tatsächlich. Ich kann heute nicht sprechen. Hier sieht sie tatsächlich nicht so blass aus. Hier ist sie natürlich wegen dem Tracker, damit man da schreiben kann, etwas verblasst. Aber hier sieht man sie richtig? Erinnert so ein bisschen an Marilyn Monroe. Tatsächlich, das habe ich schon vorher gedacht. Ich habe es aber bei der Sparfuchs-Lady auch im Spiel, im Spiel, in der Vorstellung gehört. Und ja, ich finde schon. Also blonde Haare mit den Locken und dieses Lächeln und erinnert schon voll dran. Das ist das hier. Oh mein Gott, ist das schön. Ich lieb's jetzt schon. Und zum Glück habe ich es mir gekauft. Ich hätte es, glaube ich, sonst bereut. Naja,
Ich lasse es mal hier liegen. Dann habe ich hier ein Riesenpaket. Hier ist auch noch mal eine Klammer dabei. Hier ein Stern, hier ein Herz. Und ich sehe schon von Oma Bell Budgeting, von der lieben Annabelle, die Wasch-Challenge. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Das ist ja ein Riesenpaket, Steffi. Wow. Hier ist ein Schnapp dir dein Eis Challenge. Hier kann man würfeln und wenn wir alle Würfel angemalt haben, können wir rubbeln. Hier können wir würfeln und Christbaumkugeln anmalen. Das ist laminiert. Und wir können sie vielleicht auch durchstreichen, wenn es laminiert ist. August, entscheide selbst, wie viel dir ein Feld wert ist. Spare und male es aus. Oh, schön. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, deswegen weiß ich leider nicht, von wem das ist. Also hier ist sogar der Tracker dabei. Gut, hier brauchen wir ja auch gar keinen Tracker. Unter dem Meer. Ich glaube, das ist von der lieben Susan, oder? Verbessert mich, wenn es nicht stimmt. Dann tut es mir leid. Aber ich weiß, sie hat ja gerade diese. Oder ja, was heißt gerade? Sie hat ja diese Meeres-Challenges und Spiele gehabt. Ich lege das jetzt mal so rum. Dann Sparrüssel. Da steht oben was. Native. Native. Die habe ich auch schon gesehen irgendwo. Aber das sind halt meistens so Challenges, die ich nur kurz angucke, weil es eben Würfel-Challenges sind. Aber das macht ja nichts. Ein Würfelkoala. Würfel und spare die Augenzahl. Oh, und wieder eine 52-Wochen-Challenge. Da haben wir in nächster Zeit einiges zu tun. Also, oh, das ist sogar eine Klapp-Challenge. Spare für jedes Motiv die gewürfelte Augenzahl. Spare für jedes Motiv die gewürfelte Augenzahl. Ah, da fangen wir wahrscheinlich irgendwo an, hier oben oder hier unten. Und dann geht es hier einmal der Reihe nach. Schick, schick. Wow. Berlin, Städtetrip mit Spartracker. Da sieht man die Berliner Mauer. Elsa. Oh, wieder eine Klapp-Challenge. Würfel und spare die Augenzahl. Würfel und zweimal. Ah, hier ist der Start und dann laufen wir hier wahrscheinlich entlang. So, bis wir hier sind bei, naja, Olaf. Mit Tracker. Wunderschön. Oh, das ist cool. Eine Halloween-Challenge. Oh, mit Katze sogar. Süß. Oh, die ist cool. Die gefällt mir sehr gut. Cool. Oh, und dann spar dir die Worte. Von Andrea Gomoll. Das hatte ich ja schon mal, aber selbst ausgedruckt. Und jetzt habe ich es sogar in diesem coolen Papier. Und dazu gibt es sogar diese Buchstaben dazu. Oh mein Gott, wie viel Arbeit war das bitte? Ich kann ja mal zwei rausholen oder so. Na, ich krieg's Säckchen nicht auf. Da ist ein Knoten drin. Ein Knoten, Knoten, Knoten. Hier. Und die sind richtig stabil. Also das ist richtig gutes, festes Papier. Ja, dann muss ich mir überlegen, wenn ich das mal wieder spiele. Die ganzen Challenges kann ich sehr gut gebrauchen, denn ich habe mir überlegt, nächsten Monat, dass ich einige Challenges dazu machen will. Und die Wasch-Challenge. Die ist natürlich schon mega. Oh, super. Oh. Dankeschön, Steffi. Und das war es noch nicht mal, denn ich habe hier nochmal ein Paket. Aber ich glaube, das ist jetzt meine Bestellung dann. Denn ich bestelle nicht nur ein Spiel. Wenn ich was bestelle, dann bestelle ich immer ein bisschen mehr. Da ist noch ein Kleber drin, ein Sticker.
Oh, der ist ja süß. Der Koala mit dem Mond. Süß. Und dann habe ich hier Platzhalter. Mir ist gerade der Name nicht eingefallen. 2 mal 100 € und sind die Drachen nicht süß? Doch, die sind so süß. Hinten und vorne bedruckt. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Lottas Reise. Oh, das ist auch schön. Es ist so schön, alles so schön. Sparvampir, ein Sudoku. Dann hier eine Visitenkarte in groß. Hier, ich empfehle, sie zu abonnieren, denn sie macht echt so tolle Videos. Genau, die hier habe ich nämlich dann auch noch bestellt. Ah, dann sind das Goodies. Oh, ist das süß. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer immer danke, danke, danke. Die hier habe ich nämlich tatsächlich bestellt. Dreamland, weil die so cool ist. Und ja, irgendwann fahren wir bestimmt ins Disneyland Paris. Und dafür können wir ja schon mal anfangen zu sparen eigentlich. Also es gibt noch ein paar andere Sachen, die erstmal Vorrang haben, aber dann. Und ist sie nicht schön? Also hier, da haben wir Lose. Ich glaube, dazu gehören die hier. 2, 4, 6. Ja, hier 6-mal Lose mit der Rose. Das reimt sich sogar. Dann hier würfeln wir 6-mal. Hier sparen wir die Summe. Also diese Zahlen. Und hier können wir rubbeln. Und hier steht sogar dran, 3 bis 8 € sind darunter versteckt. Hinten der Tracker und noch ein Tracker. Und vorne steht die Sparsumme plus. Also wir wissen nicht ganz genau, was wir genau hier sparen. Achso, hier, entschuldigt, der Würfel. Der gehört noch zu diesem Weihnachtsspiel mit dieser wunderschönen Figur. Ich kann die auch mal kurz rausholen. Wunderschön. Ach, ihr seht es gar nicht. Sie glitzert. Und so ein zartrosa Würfel. Holen wir den auch kurz raus. Hier. Wunderschön, passend zum Spiel. Und jetzt weiter geht's. Da habe ich mir noch bestellt diese Klappkarte. Die heißt einfach Magic. Und hier können wir auch wieder Lose ziehen. Die sind hier mit der süßen Katze. Guckt ein bisschen grimmig, aber sonst ist sie süß. Dann können wir hier wieder Zahlen sparen. Hier können wir rubbeln. Hier können wir Zahlen sparen. Und hier ist der Tracker. Auch wunderschön. Ich liebe es. Und ich habe so viel zu bespielen. Das ist so süß. Dankeschön dafür. Oh. Hier, abonniert sie auf YouTube, auf Instagram, auf überall. Ich weiß gar nicht, ob sie auf TikTok auch ist. Ich habe nämlich selbst kein TikTok, aber auf YouTube macht sie tolle Videos. Musste ich jetzt loswerden. Also Steffi, vielen, 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 vielen Dank. Ich freue mich so sehr über diese Post. Ich kann es gar nicht sagen. Ich liebe es. So, jetzt kommen wir zu ernsteren Themen, denn wir kommen zum Wochenabschluss. Haha. Jetzt habt ihr kurz meine Oktobergestaltung gesehen. Ich habe nämlich schon angefangen. Ich muss erst mal gucken, wo wir überhaupt sind. Also wir sind jetzt tatsächlich hier. Also heute sind wir hier. Das hier war ein No-Spend-Day, das hier nicht. Das kann ich euch ja ruhig schon zeigen. Das macht ja nichts. Wir drehen Woche 2 heute. Das heißt, die hat gestern für mich geendet. Und ich zeige euch, was für Ausgaben ich hatte. Hier ist.
nichts gewesen. Aber hier ist was gegeben. Hier ist was gewesen. Denn mein Staubsauger. Also ich bin ja eh schon am Verzweifeln. Und also ich habe mir jetzt einen günstigen gekauft, damit ich überhaupt einen hatte. Also vor 2, 3, 4 Monaten. Vor einem halben Jahr. Ich weiß nicht mehr ganz genau wann. Ich wusste, dass er nicht lang halten wird, denn es war ein Billigteil. Ich wollte nur einfach irgendwas zum Saugen haben. So, der ist nach und nach in seine Bestandteile auseinandergefallen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich lege ihn beiseite, ich spare jetzt auf den richtigen. Also ich habe davor natürlich auch schon gespart. Ich habe ja das Geld aber alles da reingesteckt. Ich wollte neu anfangen und bin ja auch schon fleißig dabei. Allerdings, ja, was soll ich sagen? Ich habe dann immer den Staubsauger von meinem Vater geholt und habe damit gesaugt und habe ihn wieder zurückgebracht. Und ja, das war auch okay, das hätte ich auch so weitergemacht, das war auch für ihn in Ordnung. Aber ich habe ein Angebot gekriegt. Und zwar haben wir letzte Woche eine Provin-Party gemacht. Eine Kollegin von mir, die arbeitet mittlerweile damit und ja, wir hatten eine Party. Und ich habe nicht groß bestellt, denn ich wollte bei der nächsten Party bestellen, weil ich gesagt habe, ja, ich muss erst drauf sparen. Und ich muss ja wissen, was ungefähr ich haben möchte und was mich interessiert. So. Und ja, sie hat mir dann angeboten, weil wir eben über eine gewisse Summe gekommen sind, dass ich den Staubsauger eben zu dem... Also der kostet ja normalerweise 900, glaube ich, 900 Euro. Und wenn man aber bei einer Party, also das war das Angebot vom September, wenn man auf einer Party dann über 600 Euro, wie heißt das? Über 600 Euro, mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Also wenn man, wenn die Leute für 600 Euro bestellen, dann kann man den Staubsauger im September, diesen Monat, günstiger kriegen, nämlich für 399 Euro. Tja, und was soll ich sagen? Ich habe es gemacht. Also ich habe den Staubsauger bestellt. Das Geld ist jetzt gestern weggegangen. Das heißt, es war noch diese Woche. Und das heißt, das nehme ich jetzt aus dem Notgroschen. Das heißt, hier gehen 399 Euro weg. Das ist okay. Ich brauche den Staubsauger. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen drauf sparen, aber ich meine, das Geld ist da und ich brauche einen und das Angebot war da und dann habe ich natürlich zugeschlagen. Also ich wäre dämlich gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Meine Meinung. Da kann man sich jetzt auch drüber streiten. Wenn ich euch das jetzt zeige, dann seht ihr ja meine ganzen Ausgaben. So. Dass ihr nur die zweite Woche seht. Also. Ich muss anfangen am 9.9. Da habe ich eingekauft und zwar für 62 Euro. Irgendwie stimmen doch hier die Zahlen. Wie stehen die denn hier? Für 62 Euro und 80 Cent. Das war unser üblicher Wocheneinkauf. Dann habe ich am 11.9. für 30 Euro eingekauft. Und am 13.9. nochmal was Kleines, nämlich für 5 Euro und 16 Cent. Ich habe hier schon Strich gemacht, weil ich die Woche ja eigentlich schon mal aufgeschrieben habe. Also bis auf die Zahlen. So. Ich habe Tabletten gekauft für 102 Euro.
Getankt habe ich nicht mehr, das war die erste Woche. So, dann habe ich bestellt bei Etsy. Und das war noch vor dem Staubsauger. Also es war am 10.9. und am 13.9. hätte ich gewusst, dass ich mir den Staubsauger kaufe, hätte ich wahrscheinlich, vielleicht, eventuell nicht bei Etsy bestellt, aber ich habe es vorher getan und deswegen ist es, wie es ist. Und zwar habe ich bei der lieben Susan bestellt von gemeinsam Sparen für 122 Euro. Ah, Moment. Nee. Entschuldigung. Ich habe bei Annabelle bestellt und zwar den Weihnachtskalender. Und ich muss überlegen. Ich habe nämlich noch was bestellt. Ach ja, den Spar, das Spiel Sparkrimi habe ich bei ihr bestellt. Und das hat mich gekostet insgesamt 98. Stimmt das? Ja, doch. Das sind 85 gewesen für den Adventskalender, den ich mir bestellt habe. Und das Sparkrimi, die Klappkarte für, ich glaube, 13 Euro. Und zusammen sind es dann diese 98 Euro. Müsste stimmen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und ich glaube, das stimmt auch. So. Und dann habe ich bei der lieben Susan ja bestellt. Und zwar habe ich da so ein paar Challenges bestellt, die sind aber noch nicht da. Und den Adventskalender. Ja, ich habe mir zwei Adventskalender gekauft. Und ja. Denn ich habe die letzten Jahre keinen Adventskalender gehabt und ich habe jetzt ein Hobby und ich spare auch fleißig dafür. Also ich habe am Ende vom Monat das Geld dafür. Kein Problem, Hammer alles. Und ja, deswegen habe ich mir gegönnt. Ich verzichte sonst auf wirklich sehr viel, aber mein Hobby macht mir mega Spaß und ich dachte, die Adventskalender kommen ein bisschen später. Wirklich, ich habe es echt gedacht. Jetzt sind sie schon da und ich habe Angst, dass nachher keiner mehr da ist und deswegen habe ich sie mir gekauft. Und das ist jetzt so und das ist auch okay für mich. Genau. So, bei Leonie war nichts. Ich habe nochmal Taschengeld gekriegt. Für Leonie gibt es kein Taschengeld mehr diesen Monat, denn sie hat sich was gekauft für 5 Euro. Und ich habe gesagt, sie muss mir das Geld nicht geben, wenn sie kein Taschengeld mehr kriegt. Also sie konnte sich aussuchen, ob sie mir die 5 Euro gibt oder eben aufs Taschengeld verzichtet. Und sie hat gesagt, sie will verzichten. Genau. Dann 10.9. Ich muss jetzt überlegen, wie lang geht denn meine Woche? 10.9. bis zum 18. Also haben sie am, ja, also kriegt mein Sohn am 17.9. hat er noch nicht gekriegt, aber er kriegt noch mal Taschengeld. Das haben wir am Wochenende vergessen, weil er bei Papa war. Aber das kriegt er noch. Und dann habe ich am 11.9. haben wir uns Snacks geholt. Da waren wir, naja, wir waren unterwegs. Weiß nicht mehr genau wo. Wir haben eingekauft und wir haben uns. Ach so, wir waren wahrscheinlich einfach nur einkaufen. Ich hatte sie wahrscheinlich einfach nur dabei. Oder habe ich mir was gekauft? Ich habe mir nämlich in der Woche auch noch mal was gekauft, einmal. Und das habe ich auch von Freizeit genommen, einfach. Genau, egal. So. Dann habe ich das Essen bezahlt von der Schule. Ha, und was soll ich sagen, das war auch nicht geplant. Ich habe vergessen, dass ich im Juli nicht gezahlt hatte, weil sie gesagt hat, sie macht das lieber nach den Ferien, weil dann muss sie nicht 5 Monate dem Geld hinterherlaufen. Sie hat es jetzt gemacht und das hatte ich total vergessen und deswegen war das ungeplant. Passiert. Ja. Und dann kommt eben noch der Staubsauger dazu, der mich 399 Euro kostet. Und es ist auch völlig okay für mich. Mir fällt gerade ein, hier
gingen noch mal. Also ich habe Zahnpasta gekauft. Auch von Provin, weil die ohne Fluorid ist und ich bin mit der ohne Fluorid, die ich habe, im Moment nicht zufrieden und ich kriege die in keinem Laden mehr. Und ja, muss die dann bestellen und dann ist die manchmal einfach nicht verfügbar und das ärgert mich. Und deswegen habe ich bei Provin bestellt und ich glaube, die kostet 7,80 €. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Ja, ich glaube, das waren 780. 600. 7,80 €. Genau. Aber sonst waren doch hier 13.09. habe ich ein Geschenk gekauft. Ach ja, Leonie wurde auf einen Geburtstag eingeladen. Und da haben wir natürlich ein Geschenk gekauft. Geht ja nicht ohne. Und zwar für 11 Euro. 11 Euro war aber nur, also es waren zwei kleinere Geschenke und Süßigkeiten haben wir hier mit drin. Deswegen rechne ich das hier nicht dazu. Das sind wahrscheinlich diese 5,16 €. Genau. Aber ich glaube, das war meine Woche. Ich habe Etsy zweimal. Ich habe das Essen. Ich habe Essen Schule. Ich habe die Tablette. Ich habe das hier. Das habe ich. Freibad. Ah, das ist hier, das da. Das hatte ich schon eingetragen. Also am 10.09. waren wir nochmal im Freibad und haben 17,84 € ausgegeben. Und den Einkauf müsste ich auch haben. Genau. So, dann rechnen wir aus. Ah, hier drüben. Wie viel wir in Woche 2 ausgegeben haben. Also wie viel ich in Woche 2 ausgegeben habe. Das wird jetzt natürlich wieder ein bisschen mehr. Ist aber auch okay. 105 € in Lebensmitteln. Also da hat sich zum Vormonat nicht viel geändert. Dann Auto, da war ja nichts. Blackie, da waren die 102 €. Aber ich muss jetzt überlegen. Denn mein Geld ist jetzt weg. Aber das sind diese, ah ja, das sind diese Etsy-Bestellungen. Ich hatte ja 50 € drin, 10 € hatte ich schon ausgegeben, das heißt, ich hatte noch 40. Ach so, das schreibe ich ja gar nicht auf, deswegen. Das schreibe ich gar nicht auf. Na gut, aber jetzt habe ich ja theoretisch das hier ausgegeben, also rechne ich einfach das hier, weil das habe ich ausgegeben. Plus 1 sind 220 € und 58. Ja, 58 Cent. Die Leonie hat noch mal Taschengeld gekriegt in Woche 2. Das ist ja diese, oder? Sie hat auf jeden Fall noch mal gekriegt. Ah, da habe ich jetzt wahrscheinlich beide Wochen dazu gerechnet. Muss mal kurz schauen. Also sie hätte ja hier gekriegt und diese Woche zählt ja auch noch damit. Aber sie kriegt ja hier jetzt kein Taschengeld mehr, weil sie sich was gekauft hat. Genau, dann stimmt es. Und er hier hat aber 4. Also er hat 2 gekriegt, aber er kriegt heute noch 2. Und dann passt es. Freizeit. Wir sind diesen Monat in Freizeit wirklich sehr sparsam. Aber die Schule hat auch wieder angefangen. Das Freibad hat jetzt auch zu. Also, ja. Das ist aber gut, denn meine Tochter möchte ihren Kindergeburtstag feiern bald. Und ja, da
Kann es nicht schaden, wenn wir ein bisschen Geld haben. Schule, ja, Schule habe ich ja dieses Essen bezahlt. 94,50 Euro. Sonstiges nichts, Puffer nichts. Gesamt. Das sind 105. Ich lege das mal auf die andere Seite. Dann kann ich da besser tippen. Besser tippen. Also es sind jetzt diese Woche natürlich wieder sehr viele Ausgaben, aber das macht nichts. Denn ich habe noch alles im Griff und das ist die Hauptsache. Das war's. Das ist jetzt natürlich die Etsy-Bestellung, die reinhaut. Aber es war ja geplant, dass ich mir zumindest einen Adventskalender hole. Das war geplant. Es war nur noch nicht für diesen Monat geplant. Mein Gott, so ist es halt. Hier ist nichts gewesen. Und mir ist aufgefallen, dass ich in meinen Spielen. Ah, Feierlichkeiten. Da haben wir ja was ausgegeben. Dass ich in meinen Spielen hier Luxus und Beauty gar nicht drin habe. Das geht natürlich nicht. Das geht nicht. Feierlichkeiten haben wir 11 Euro ausgegeben. Und hier haben wir 399 ausgegeben. Das haut jetzt natürlich auch noch mal rein. Also hier, das sind 11. Und diese Variablenkosten plus jetzt die Sinking Funds 2 sind dann 500. Ich kann das gar nicht lesen. Das ist so, spiegelt so. 560 Euro und 17 Cent plus die 399 vom Staubsauger. Das sind jetzt natürlich schon sehr viel. 959 Euro und 17 Cent. Aber dafür haben wir jetzt einen richtig guten Staubsauger bald. Also er ist noch nicht da. Aber er kommt. Schreibe ich das hier nirgends auf, weil ich es hier habe, oder? Kein Problem, ich schreibe es nämlich hier auf. Also 959 Euro und 17 Cent. Und ihr. Genau. Und ich habe mir überlegt, tatsächlich nochmal einen Adventskalender zu kaufen, denn ich liebe den Shop. Und jetzt bin ich mit mir am Hadern, ob ich das mache oder nicht, weil eben der Staubsauger jetzt reingehauen hat und hier das hier schon so hoch ist. Ich überlege noch. Und das nächste Mal weiß ich ja dann besser Bescheid, dass es ja im Oktober schon so weit ist. Ja, ihr Lieben, das war mein Wochenabschluss Nummer 2. Uns steht nur noch eine Woche bevor und dann ist schon wieder, dann ist Oktober tatsächlich. Die Zeit vergeht so schnell, das ist unfassbar. Ja, das war das, das war das. Ich freue mich auf das nächste Video. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Ciao.